Wir stehen hier gerade vor der ETH Zürich mit dem wunderschönen Hintergrund der Stadt Zürich. Du hast diesen Spot ausgewählt für das Interview. Warum genau? Ja, genau. Eigentlich aus deinen Gründen, wie du gesagt hast, weil es wirklich ein schöner Platz ist, weil man so mehr oder weniger über die ganze Stadt sieht. Weil die ETH im Hintergrund ist, wo ich jetzt gleich auch schon 5 Jahre studiere und weil Zürich in der Zwischenzeit so etwas wie meine zweite Heimat geworden ist. Du stehst ja vor der Saison 15-16, die in einem Monat losgeht. Wo genau bist du in der Vorbereitung momentan? Ich bin mitten im Schneetraining und so nach der letzten Woche in Hintertux kann ich auch sagen, dass ich glaube, dass ich alle meine Snowboard, also meine Bargicross-Skills wieder so weit bereit habe, dass die Saison losgehen kann. Du hast eine spezielle Aktion ja noch gestartet, um dass die ganze Saison kannst bestreiten. Du machst Crowdfunding, also Leute unterstützen dich finanziell freiwillig, damit du an Trainer kannst. Wie läuft das? Genau, dass ich habe auf der Plattform I Believe in You ein Projekt ausgeschrieben, um das Geld für die Flüge an meine Übersee-Wettkämpfe zusammenzukriegen. Und ich muss sagen, es hat ganz gut angefangen, aber ich natürlich immer noch mehr Unterstützung brauchen. Und das ist momentan so ein bisschen der Hauptknackpunkt meiner Vorbereitung.